Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem tollen neuen Video. Es soll uns heute ein bisschen um Theorie gehen. Wir wollen ein bisschen was lernen heute, aber auch natürlich möchte ich mein neues Buch vorstellen. Farben, kreative Tipps und praktisches Wissen zu Aquarell- und Gouachefarben. Hier geht es wirklich in diesem Buch um ganz viel Theorie, Farben mischen, welche Grundfarben gibt es und, Farbharmonien, Farbkontraste. Also wirklich ein rundum, also ein Buch wirklich rund um Farben, aber auch gleich immer so mit so einer praktischen Anwendung. Also wirklich auch mit Projekten. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ganz viele haben mir ja schon geschrieben, dass das schon bei ihnen angekommen ist und ihr konntet schon einen Blick reinwerfen. Ich möchte jetzt einfach nochmal so ein bisschen durchsprechen mit euch einige Sachen. Und wir wollen heute das Thema, kann man aus den drei Grundfarben alle erdenklichen Farben mischen gehen. So, also jetzt nicht so kurz und prägnant, aber viele kennen das vielleicht von euch und zwar aus der Grundschule oder jemand, der schon mal ja so schon im kreativen Kurs war oder so. Es heißt ja ganz häufig, ja, du brauchst eigentlich nur drei Farben und dann kannst du aus diesen drei Farben kannst du alles mischen. Ja, und ich möchte heute euch eigentlich auch so ein bisschen zeigen, dass das nicht stimmt. Also es stimmt einfach nicht, es ist Quatsch. Aber ja, es gibt immer noch viele Leute, die das sagen. Also es gibt zum Beispiel so ein richtig schönes, saftiges Tannengrün oder auch ein ganz tolles Violett. Das ist super schwierig. Und Türkis ist auch wirklich schwer zu mischen. Und da geht es uns jetzt in diesem Video einfach ein bisschen drum. Und ich zeige euch mal, genau, erstmal das Inhaltsverzeichnis. So sieht es aus. Genau, hier sind immer die kursiv gedruckten Wörter und ja, das sind die Projekte. Ne? Also da könnt ihr das immer sehen, wo jetzt hier ein Projekt ist, falls ihr irgendwie direkt irgendwas anwenden wollt. Und die Projekte beziehen sich dann auch eigentlich immer auf den Theorieteil, der dann davor auch kam. Natürlich geht es erstmal so ein bisschen, ne, Geschichte von Pigmenten, Farbe und auch wie wir Farbe sehen. Das sind so unsere Anfänge. Und dann geht es tatsächlich schon so in die ersten Farbmodelle. Und da zeige ich euch einfach heute mal, dass ich nicht das Bekannte unbedingt reingenommen habe. Also für viele, die jetzt sagen so, oh ja, Komplementärfarben, Primärfarben, ja, wie sieht doch alles schon hier aus der Schule und so, brauche ich nicht mehr. So plakativ und so platt soll es in dem Buch gar nicht gehen. Es ist natürlich, ich habe hier auch den Farbkreis nach Itten, das ist nach Johannes Itten, das ist so dieser bekannte Farbkreis, den hier, den die meisten von euch wirklich schon mal gesehen haben, kennen und auch anwenden tatsächlich in ihr Malen. Und ich sage halt so, ja, der ist cool, kann man machen, aber auch bitte mit, wirklich nur mit Bedacht. Und zwar sieht man das hier auch, ne? Also heute soll es ja wirklich speziell jetzt auch um das Thema Violett gehen. Wenn wir hier diese beiden Farben uns anschauen, ne, das ist jetzt hier ein Violett geworden, weil es, damit es halt auch im Farbkreis gut aussieht, aus diesen beiden Farbtönen, aus diesem Blau und aus diesem Rot, ein schönes, leuchtendes Violett zu mischen, sehr, sehr schwierig. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, dass das eher so ein Braun-Violett wird oder auch eher ein Braunton wird. Und das hat einfach auch was damit zu tun, dass hier in diesem Rot, wie es jetzt hier zum Beispiel abgebildet ist, auch Gelbanteile sind. Ja, Gelb und Blau sind auch einfach eher Komplementärfarben. Komplementärfarben sind ja eigentlich Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Das ist jetzt hier im Farbkreis nach Itten, ist das Blau und Orange. Das ist eine Komplementärfarbe, aber tatsächlich hier, wenn ich mir einen anderen Farbkreis anschaue, und zwar der nach Harald Küppers. Ja, Harald Küppers, der hat sich auch ein Farbschema, ein Farbmodell überlegt. Und zwar ist es dieser Farbkreis und da haben wir hier unser Blau und unser Gelb, beziehungsweise ist es bei Harald Küppers ein Violettblau. Also ist jetzt nicht kein reines Blau. Und das sind dann hier die Komplementärfarben. Und wenn man weiß ja, wenn man Komplementärfarben mischt, dann wird die mischen sich halt einfach nicht gut. Ja. Das wird dann eher so ein Braunton. Und die sind halt eher dafür auch gedacht, das Mischen von Komplementärfarben eher, um die Farben so ein bisschen matter zu machen, abzudunkeln vielleicht auch. Oder auch so ein bisschen
wenn man manchmal die so sehr quietschig hat, sage ich auch gerne, so wirklich sehr leuchtend und quietschig und man möchte die so ein bisschen natürlicher haben, dann kann man auch immer gerne eine Komplementärfarbe reinmischen. Und genau. Das Tolle aber an Johannes Itten ist einfach, der hat sich dann auch hier diese 7 Farbkontraste ausgedacht. Und die sind total toll. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, auf die alle einzugehen. Aber die sind hier auch alle im Buch drin. Da gibt es dann auch immer mal wieder ein Projekt dazu. Und möchte euch einfach auch gerne nahelegen, dass Harald Küppers wirklich da auch ein cooles Farbmodell gemacht hat. Ich möchte aber auch sagen, wirklich, es gibt kein das Farbmodell, so funktioniert es und das ist das einzig wahre, richtige. Es gibt einfach viele Modelle. Das ist das Hauptmodell, ne? Das Itten-Modell, was viele kennen. Finde ich aber in der praktischen Anwendung mit Farbe, mit Aquarell und Gouache-Farben extrem schwierig. Wirklich extrem schwierig, weil oft einfach nicht die tollen leuchtenden Farbtöne rauskommen. Harald Küppers hat übrigens Johannes Itten auch vorgeworfen, dass er sein eigenes Farbmodell gar nicht selber ausprobiert hat beim Malen. Weiß ich nicht, habe ich so gelesen, ob das jetzt wirklich so gestimmt hat. Kann ich nicht sagen, aber für ihn war das schon so, dass er gesagt hat, oh, Ittens Farben funktioniert für mich gar nicht, ich mache jetzt was Eigenes. Und dann hat er dieses Modell aufgestellt. Bei ihm auch ganz wichtig, und das ist natürlich auch, wenn wir mit deckenden Farben arbeiten, ganz wichtig, er hat auch die Schwarz und Weiß als unbunte Grundfarben drin. Und das ist einfach noch so eine Besonderheit, die bei ihm anders ist. Und dann unterscheidet er auch hier in ein Orangerot und in ein Magenta. Ja, also das ist ein warmes Rot und ein kaltes Rot. Das ist für uns extrem wichtig, wenn es um das Thema Vermischen geht. Und jetzt will ich hier gar nicht so viel rumlabern, sondern ich fange gleich mal an und zeige euch mal. Ich hole mal hier ein Aquarellpapier raus und zeige euch einfach meiner praktischen Anwendung, wie das jetzt aussehen kann. Ich nutze jetzt Aquarellfarben dafür. Ihr könnt es aber auch mit Gouache oder Acrylfarben machen. Hier, das ist hier mein Farbkasten. Den habe ich hier. Ich nutze ja ganz häufig auch den hier. Hier habe ich so ein tolles Orangerot auch drin. Das werde ich da daraus gleich zaubern, weil hier aus meiner Palette, da habe ich das Winzer Red drin. Und das ist tatsächlich, hier sind gar nicht so viele Gelbanteile. Also mit denen funktioniert es eigentlich auch ganz gut in Violett. Aber ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie ein Violett aussehen kann, was vielleicht nicht ganz so schön ist. Ja, aber die verschiedenen Violetttöne möchte ich euch jetzt zeigen. Also wir mischen jetzt einfach mal Blau und Rot und Magenta-Töne, um einfach mal zu sehen, was dann am Ende bei rauskommt. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, CMYK aus dem Druckbereich, diese Cyan, Magenta, Yellow und Key, steht ja für Black, Schwarz. Da ist es ja auch so, dass tatsächlich das Violett aus dem Magenta und Cyan gemischt wird. Unter anderem. Also auch in der Drucktechnik ist es nicht so, dass man jetzt Rot und Blau nimmt, sondern wirklich, man spezifiziert auch wirklich die Farbtöne, damit wirklich auch diese leuchtenden Farbtöne rauskommen. Und ihr kennt es auch beim Drucker, witzigerweise kann man tatsächlich fast alle Farben drucken, die man möchte. Ja? Aber auch da übrigens, man kann nicht 100% alle Farben drucken. Also ich weiß zum Beispiel, im Verlag ist es so, wenn man ein Cover erstellt mit einem türkisen Hintergrund, heißt es in der Regel, bitte einen anderen Hintergrund wählen, weil Türkis auch im CMYK-Druckverfahren schwierig zu drucken ist. Ja? Von daher, es ist halt, oder auch so ein, ich glaube, so ein Aprikot zum Beispiel ist auch relativ schwierig. Da hatte ich auch, glaube ich, mal einen Cover gemacht und da wurde die Farbe auch geändert, weil dann einfach der Farbton, wie er digital gezeigt wurde, gar nicht so umgesetzt werden konnte, gedruckt. Also dieses, man kann alle Farben, erdenkliche Farben drucken oder auch malen, mischen, so, es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. So. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich lege einfach mal drauf los. Und zwar, ich habe hier ein kaltes Blau und ein warmes Blau. Ultramarin geht eher in die warme Richtung. Und das Preußisch-Blau, das ist eher ein kaltes Blau. Jetzt ist natürlich die Frage, oh, woran erkenne ich denn, ob es ein kaltes oder warmes Blau ist? Tatsächlich ist das auch eine Empfindung. Das ist jetzt kein Gesetz, ja, dass irgendwie dieser Farbton gilt jetzt als kalt oder dieser als warm, sondern es ist ein extrem subjektives Empfinden. Und auch sagt man eher, also man kann das auch eher im Vergleich sehen. Also das heißt, wenn ich jetzt Preußisch-Blau und Ultramarinblau gegenüberstelle, hier sehe ich sie direkt nebeneinander, habe ich halt das Gefühl, dass Ultramarin wärmer wirkt als Preußisch-Blau. Und Ultramarin, wenn man das mit vielen anderen Blautönen reinsetzt, wird es immer eher zum Hang warm neigen. Deswegen gilt Ultramarin als warmes Blau.
Ja, und dann sagt man halt auch so auf dieser Warm-Kalt-Kurve, ich zeige euch das auch mal hier, kann man das noch ganz gut sehen, ne? Dann es sind die Farben, die eher hier in Richtung Gelb neigen, also die Blautöne, die eher hier nach oben gehen, die wirken eher wärmer. Und die Farben, die hier, die Blautöne, die in Richtung Magenta und hier diesen Rotton gehen, die wirken dann eher kälter. Aber auch hier, wie gesagt, dann immer wirklich in der praktischen Anwendung noch immer vergleichen am besten. So. Ich mische jetzt einfach mal. Und zwar haben wir ja hier Johannes Itten. Wir mischen jetzt einfach mal einen Blauton. Und zwar nehmen wir hier mal das preußisch Blau, das kalte Blau und unser dieses Orangerot hier aus dieser Farbpalette. Und dann kann es losgehen. Also ich hebe mir einfach hier meine rote Farbe. Und beim Farbenmischen gilt tatsächlich auch fast immer der dunkle in den hellen Ton mischen. Also wir haben erst den helleren Ton. Und dann nehme ich mir jetzt hier mein preußisch Blau. Und mische das hier mal rein. Ruhig ein bisschen mehr. So. Ja, hier kann man das schon sehr gut sehen auf der Mischpalette. Schön mit Wasser auftragen hier. Noch ein bisschen mehr. Ach, es ist halt echt braun, ne? Also das hat hier, dieser Farbton hat nichts mit Violett zu tun. Und es ist hier kein, also ich habe jetzt hier kein Orange gemischt, sondern es ist wirklich ein Rotton, den man hier aus diesem, wenn man sich jetzt hier diese Abbildung anguckt, könnte das auch so ein Rotton in die Richtung gehen, ne? Und dann kommt halt sowas bei raus, ja. Also deswegen wirklich mega, mega wichtig, welches Rot verwendet ihr zum Mischen von Violett? Ganz wichtig. Ich probiere jetzt mal hier dieses Rot. Das ist, glaube ich, hier auch das Winzer. Nee, das ist Red Deep, den Ton, den ich hier habe. Und den mische ich jetzt auch mal mit preußisch Blau. Aber auch hier haben wir das Problem. Es ist wirklich, es ist ein schönes Grau auch eher, ne? Es ist so ein warmes Grau. Also, ich schreibe es mal hier unten drunter. Wir haben hier preußisch Blau. Und ich glaube, es war Zinnoberrot. Hier ist preußisch Blau plus Red Deep von Winsor & Newton ist das. Ja, haben wir noch kein Violett gefunden. Machen wir einfach mal weiter, ne? Ich nutze jetzt einfach mal das gleiche Rot hier und mische da tatsächlich einmal. Ach shit, jetzt ist das hier auf meiner Mischpalette schon so ein bisschen. Also ich nehme mal wieder die beiden Rottöne, die ich schon gerade genommen habe und mische jetzt einfach mal das Ultramarin mit drunter. Es geht schon ein bisschen mehr, naja, auch nicht wirklich, ne? Also, oh, seht ihr das noch? Ja. Aber auch hier, wir haben immer noch kein richtiges Violett gefunden. Einmal habe ich den Ton gehabt und einmal den hier. So. Ja, ne? So viel dazu. Man kann schön aus allen Farben alle Farbtöne mischen. Aber jetzt will ich euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Also tatsächlich ist es so, dass das strahlendste und beste Violett tatsächlich eigentlich aus einem warmen Blau und einem kalten Rot gemischt wird. Das heißt, wir haben zum Beispiel als warmes Blau das Ultramarin und dann das Permanent Alizarin zum Beispiel oder auch das reine Magenta zum Beispiel oder Quinadron. Nico, also dieses Magenta auf jeden Fall. Ich muss mich, glaube ich, mal hinsetzen und mal gucken, wie man das ausspricht. Ich lese das ja immer nur, die Pigmente. Die tatsächlich haben mit wirklich die strahlendsten Ergebnisse.
So, jetzt könnt ihr hier mal den Unterschied tatsächlich sehen. Also das hier ist wirklich ein Violett, ne? Und das hier, das sind einfach alles Brauntöne und hier ist wirklich ein Violett entstanden. Man kann aber hier auch, also wenn man auch kein Ultramarin hat, ich habe jetzt hier mal dieses Winzer Blue zum Beispiel und mische da mal das Permanent Rosé drunter. Also es hängt und fällt auch einfach mit dem Rotton. Also auch hier entsteht wirklich ein wunderschönes, das ist jetzt eher so ein Blau-Violett geworden. Kann man noch mal ein bisschen Rosé mehr drunter mischen. Cerulean Blue ist hier dieser ganz helle Blauton, der geht schon eher in Richtung Cyan. Und mache jetzt hier einfach mal Alizarin mit rein. Ne, und auch hier seht ihr, ist auch nochmal ein anderer Violettton, aber es geht schon auch eher in Richtung Violett, anstatt in dieses ja, Braun einfach rein. Und wir machen jetzt hier auch nochmal Preußisch, Blau und Permanent Rosé. Hätte man jetzt hier noch ein bisschen mehr Preußischblau reinmachen können. Es ist aber auch ein sehr, sehr schöner Farbton geworden. Das hier ist Preußisch und Permanent Rosé. Ich glaube, auch auf der Kamera kann man das jetzt ganz gut sehen, die Unterschiede zwischen den violetten Mischungen einfach. Ne? Es ist einfach sehr, sehr clever, wirklich eher Magentatöne zum Mischen von Lila zu nehmen, anstatt die Rottöne, aber hier, wenn man natürlich hier das Zinnober und das Preußischblau, ne, das ist ein wunderschönes, das ist fast ein Umbra geworden. Also man kann tatsächlich wunderschöne Grau- und Brautöne mit den Farben rausbekommen, aber so wie es hier jetzt, ne, auf diesem Ittenkreis drauf ist, dieses Blau und dieses Rot, man bekommt einfach nicht dieses wunderschöne Violett raus. Das funktioniert einfach am besten mit Magentatönen. Ich glaube, hier ist jetzt eine ganz gute Übersicht entstanden, so auch als Beweis, dass einfach Violettton nicht gleich Violettton ist und der sich einfach nicht super schnell mal eben ermischen lässt, sondern da ist schon so ein bisschen Farbwissen einfach nötig und auch ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, es heißt, dass das schönste, leuchtendste Violett grundsätzlich eigentlich mit Ultramarin und Alizarin Crimson entsteht. Probiert es aus mit den Farben, die ihr zu Hause habt. Einfach mal wirklich drauf loslegen und auch so eine Übersicht starten und euch auch mal Notizen machen. Vielleicht auch einfach in euer Skizzenbuch. Ja, das kann ich euch einfach extrem empfehlen. Da könnt ihr dann einfach immer nochmal nachschlagen, falls ihr das irgendwie, ja, falls ihr es vergessen habt oder wenn ihr euch neue Pigmente kauft. Ich hoffe, es hat euch wirklich weitergeholfen, das, was ich euch jetzt hier so ein bisschen erklärt habe. Und unter anderem ist halt so Farbmischwissen auch in meinem neuen Buch drin. Und da sind auch nochmal viele Anleitungen, viel zum Ausprobieren. Und ich freue mich einfach über euer Feedback. Stellt mir gern eure Fragen in die Kommentare. Ich werde sie auch beantworten und ich werde sie alle lesen und darauf aufbauen und auch natürlich, was euch noch weiter interessiert, welches Video wir dann vielleicht als nächstes machen könnten. Und ich sage bis dahin erstmal Tschüss und ja, einfach bis zum nächsten Mal.